Stein ins Rollen gebracht. Nicht nur das Presseaufgebot in der Kiesgrube bei Biesen war riesig. Nein, auch der Findling, um den es eigentlich ging. Es fehlten nur noch Bierzelte und die dazugehörige Würstchenbude, dann wäre ein kleines Volksfest perfekt gewesen. Mit 70,5 Tonnen schon eine Herausforderung für die Männer von der Firma Maximum aus Berlin, die zwar schon Eisenbahn und U-Boote verladen hat, doch so einen Riesenkieselstein wie diesen noch nicht. Morgens um 4 hatte man mit der Bergung des Kolosses begonnen. Verladen wurde er mit Hilfe eines 225 Tonnen Kranes. Mit einem Spezialtransporter ging der Schwedenstein dann auf die Reise durch die Wittstocker Innenstadt. Angekommen an seinen vorgesehenen Platz, ruhte er dann im Schatten der Schwedenpappel. Die Fotoapparate werden jetzt öfter klicken, denn unsere Stadt ist um eine Attraktion reicher.